Mahlzeit zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Transport Fieber 2 hier auf meinem Kanal Archimon Plays. Ja, es waren schon die ersten Züge zum Kartenrand an der oberen Seite der Karte hier in den neuen Schattenbahnhof. Es ist hier ein Güterzug, den ich einfach mal testweise zusammengestellt habe. Und der ICE, der ja auch vorhin schon gefahren ist nach Dresden-Rijeck. Ja, im Offscreen habe ich hier jetzt die Schmalspurschienen angelegt, die ich eigentlich schon davor bauen wollte. Ich habe nur die Mod noch nicht aktiviert gehabt. Hier fehlen auch noch ein paar Gleise, wie man sieht. Und der Verlauf endet auch aktuell hier im oberen Bereich der Karte erstmal. Ich muss auch noch schauen, ob es dort nach oben geht. Es sieht so aus, als wäre das schon so eine kleine Bergstrecke, die der hier dann hochfährt im hinteren Kartenbereich, aber aktuell verläuft die Schiene einfach mal ein bisschen ins Leere. Wir wollen uns heute um diesen Güterbereich kümmern, damit dieser Zug, der hier gerade eben feuchtfröhlich an uns vorbeigefahren ist, dieser Güterzug, nicht mehr durch Dresden Neustadt fahren muss. Nordstadt, okay. Dresden Neustadt, denn dieser Zug fährt aktuell hier entlang. Und ich bin der Meinung, dass der hier lang fahren müsste in diesem Güterbereich. Da ist auch hier einiges abgerissen worden von den Gleisen und dieser Schulcampus entstanden. Ja, damit würde ich jetzt mal anfangen. Wir haben hier einen kleinen Höhenunterschied. Wir kommen hier von einer ungefähren Höhe von 121 Meter. Und dieser Güterbahnhof müsste ungefähr bei 113 Meter sein. Das heißt, wir lassen hier die Strecke etwas in dem Bereich jetzt fallen und dann hier auf der Höhe ungefähr dann eben weiter verlaufen und dann hier wieder in die Hauptstrecke, ja, einfahren. Klingt komisch. Münden auch. Wieder halt einfädeln in die Hauptstrecke hier an dieser Stelle. Schauen wir uns das mal an. Hier sieht man, es ist ein leichter Overlay-Failer drin, aber ist nicht so schlimm. Ich habe hier im Offscreen schon mal die drei und diese vier Gleise angelegt. Dieses Gleis, das hier parallel entlang läuft, muss ich noch ein bisschen korrigieren. Das reißen wir mal ab. Und an der Stelle hier sind nur 20 km/h laut Open Railway Map. Dann setzen wir mal das Gleis hier neu. So, müsste das eigentlich passen. Bloß ohne diesen Bogen. Komm. Ja. So müsste das eigentlich passen. Gut. Dann geht das Gleis hier einmal. Okay, wieso habe ich hier einen Höhenunterschied? Oder liegt es am Overlay? Ne, ich bin tatsächlich etwas tiefer. Woran liegt das jetzt? Habe ich Lust zu sehen. Wo will der denn hin? Der hat hier gar nichts zu suchen. Okay. Keine Ahnung. Güterzug auf Abwägen, wie auch immer das jetzt passieren konnte. Diesen Schattenbahnhof habe ich dieser Linie noch gar nicht einprogrammiert, aber scheinbar hat er ihn für sich entdeckt und möchte ihn gleich nutzen. So, schauen wir mal, jetzt muss es eigentlich besser passen. Ohne diesen Höhenunterschied. Ja, jetzt passt. Ich nehme mal an, dass dieses Gleis hier rauswärts stillgelegt ist, denn das führt nur bis in etwa, ja, wie man auf dem Overlay sieht, bis hierher. Und dann, ja, das ist ein bisschen neben dem Overlay. Ein bisschen korrigieren. So in etwa. Mal schauen, ob das stillgelegt ist oder was mit dem ist. Und hier zeigt ein zweites Gleis aus. So in etwa.
dann den Gleis hier folgen. Okay, ein bisschen Kompromiss hier mit diesem leichten Versatz eingehen. Ich glaube, das ist ganz gut so. Ja, ein leichter Bogen, aber das ist okay. So. Hier parallel dazu läuft noch ein Gleis. Bis wohin läuft das? Ich leg's mal bis hierher. Ich kann es nicht erkennen, aber ich glaube, es hört hier auf. Und dieses Gleis hier fährt hier rein. Und ein Gleis hier fährt hier raus und wird auch hier rein. Mal schauen, ob ich das so hinkriege. Das gefällt mir nicht. Mal schauen. Vielleicht kriegen wir hier einen besseren Abstand, wenn wir das Gleis direkt von hier ziehen. Und dann das hier rausziehen. Nein, so nicht. So. Okay, ich glaube, das passt so. Mal schauen. Im zweiten Screen, ob das ungefähr hinkommt. Ja. Jetzt gibt es hier noch. Ah ja, okay. Das sieht nur so aus, als würde das hier geradeaus rübergehen. Abreißen, weg damit. Das geht nämlich so hier rüber. Und dann geht das hier so rüber. Okay, irgendwie ist es hier leicht versetzt. So. Ja, doch so passt. Okay. Dann geht es weiter mit diesem Gleis. Das endet hier vorne. Das ist nur ein Stumpf. Und dieses Gleis hier fährt hier weiter. Und fährt dann hier auf den. Auf dieses wieder auf. So nicht. Ein bisschen besser sollte das ja schon auffahren. Okay, so lange will ich das aber nicht ziehen. Das sieht sonst blöd aus. Gott, so weit runter. Naja, okay. Damit kann ich leben. Dann sieht es gleich wesentlich anständig aus. Währenddem dieses Gleis hier darauf fährt. Was ist gerade? Das war oben. Ja, so rum. Und von dem Gleis geht ein Gleis geradeaus auf dieses Gleis. Irgendwie sieht es dann nicht ganz richtig aus, aber es verläuft so im Original auch. Nur die laufen irgendwie gerade. In dem Bereich noch. Das geht darauf. So. Und dann geht nach der Weiche ein Gleis noch auf dieses. Boah, fast wie in der wie vom Lineal gezogen. Sauber. Dieses eine Gleis hier ist ein Stumpf, der endet. Das fährt hier mit auf. So. Mit diesem Bogen hier, ich weiß nicht, ob das wirklich so einen harten Bogen macht. Aber es sieht schon so aus.
Hier sind auch noch zwei Gleise. Die kann ich so unmöglich hier anlegen. Das muss ich mal anschauen, ob das da sich irgendwie noch anlegen lässt. Oder ob die ganzen Gleise hier noch ein bisschen verschoben werden müssen. Irgendwie sieht es so aus, als wäre das hier ein bisschen verschoben. Im unteren Bereich. Jetzt müsste es noch ein bisschen korrigiert werden. Ist das da versetzt? Oder sieht es einfach nur versetzt aus? Also mal diese vier Gleise hier ab. Gucken uns das mal nochmal an. Eins, zwei, drei, vier. Und die sind schon versetzt. Wieso sind die versetzt? Kommen doch von da alle noch richtig. Ja, das kommt geradeaus hier rein. Nicht so versetzt, wie es bei mir gerade war. So. Und das fährt hier rauf. Da ändert sich ja nichts. Das bleibt erstmal auch so. Das müsste bloß vielleicht noch ein bisschen weiter nach unten, aber das hier ist eindeutig nicht an der richtigen Position. Mal schauen, wo ist denn hier der Abriss? Ach, das will ich nicht abreißen. Das muss weg. So aus, als macht der Bahnhof hier ein bisschen einen Knick, denn hier im oberen Bereich passen die Linien noch und hier unten dann nicht mehr. So. Passt das alles noch? Soll ich an dieses Gleis hier, nicht an das obere? Gut, und dann muss das Gleis hier auch noch weg. Das endet irgendwo hier und das fährt hier mit auf. So. Das hier macht so anscheinend so einen kleinen Bogen. Okay, und das wird hier mit auf. Ziemlich weit rein, so. Gut. Jetzt muss ich mal gucken, ob das echt so einen Bogen macht. Also ist das hier viel geradeaus am PC. Ja, das ist okay. Ich finde das gut so. Das ist okay. Damit kann ich arbeiten. Okay, dann machen wir mal die andere Seite rauswärts in Richtung Dresden-Neustadt. Wir haben ja gesagt, wir fahren in etwa bis hierher. Mal raus, eben in etwa. Das ist ein bisschen zu weit. So ist perfekt. So, und hier sind in dem Bereich noch drei Gleise. Wobei dieses eine Gleis
von diesem hier abstammt. Und dann hier reinfährt. So, am besten so. Das müsste passen. Ich muss noch ein paar andere Gleise in dem Bereich, aber um die kümmere ich mich erst später. Hier ist ja auch noch das Gleis, das hier mitführt, noch ein Teil. Okay, dann schauen wir mal. In dem Bereich hier gibt es noch eine Weiche hier runter. So, ich habe jetzt mal im Offscreen nochmal kurz das korrigiert ein bisschen. Das war mir einfach ein bisschen zu schräg an der Stelle. Es hat zwar immer noch hier diesen leichten Knick, aber ich glaube, den auch in der Realität in etwa dort gesehen zu haben. Ich habe jetzt auf jeden Fall die Weichen hier alle angeschlossen, vorne im vorderen Bereich. Und jetzt brauchen wir hier noch ein paar Güterhaltestellen. Mal schauen, wo wir die am besten anlegen. So und so. Die drei Stück hier und die drei Stück unten. So, drei Stück oben. Einmal anschließen. Okay, schauen wir nach unten, dass das in etwa gleich lang ist. So muss es passen. Mal schauen, ob sich das gleich beißt oder ob das funktioniert, so wie es soll. Ja, das beißt sich. So beißt sich es nicht. Aber warum ist das hier ein Tick länger? Das soll nicht ein Tick länger sein. Gleich lang. Perfekt. Gut. Einmal alles durchverbunden. Gut, auf der Seite habe ich auch schon die zwei Stationen. Die sind auch miteinander verbunden. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Import- und Exportlager hinsetze, ich glaube, ich brauche ein Importlager. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Was habe ich denn am Kartenrand sitzen? Ein Exportlager. Und hier ist auch ein Exportlager. Wo war man? Ah, da. So, wir setzen da jetzt einfach mal ein Importlager hin. Das bleibt dann natürlich nicht stehen, das ist bloß vorübergehend. So. Straßen. So, dann ist der eine Bahnhof schon verbunden und auf der anderen Seite ist der Bahnhof jetzt auch verbunden. Dann sind jetzt beide Bahnhöfe mit dem Import- und Exportlager verbunden, nehme ich an. Ja. Und auf der Seite auch perfekt. Dann können die Züge quasi Güter transportieren schon nach hier. Oder von hier weg. Mal schauen. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir das Gleis auf dieses Niveau hier oben hochziehen. Ich weiß nicht genau, wo das anfängt zu steigen. Und wie stark das steigt, weiß ich auch nicht. Mal schauen. Wir nehmen mal. Ich würde sagen, das ist zu viel. Wie viel steigen wir denn am besten? Wir müssen hier schon ein ganz schönes Stück hoch. Wobei, so viel ist das auch wieder nicht. Wenn wir mal hier mal diese Kurve nehmen. Und das hier mal. Eins, zwei, drei. Mal schauen, ob das so reicht. Müssten ja drei Klicks jetzt gewesen sein nach unten.
erstmal gerade. 1, 2, 3. Und jetzt noch ein letztes Stück. Mal schauen, ob das jetzt passt. Gerade. 1, 2, 3. Ne, es hat noch ein bisschen tiefer. Also nochmal kurz zum Anfang. Und anstatt 3 sinken wir jetzt 4 Klicks halt. Auf das Gleis da vorne kommen. Nicht, dass der hier noch so einen blöden Schlenker zieht. Ich hab's gewusst, dass der hier so ein bisschen abweicht. Aber ich glaube, das ist gut so. Jetzt fahren wir hier eine ganz gemütliche Steigung eigentlich hoch, finde ich. Dann sind wir auch schon auf dem Niveau hier oben. So, jetzt wollen wir mal gucken. Vorhin ist doch hier ein Güterzug durchgefahren, der hier eigentlich nichts zu suchen hat. Wo ist denn der jetzt? Ah ja, der ist wieder im richtigen Schattenbahnhof angekommen. Wo ist denn der andere Güterzug, der schon dort entlang fährt? Ah ja, der steht hier und wartet. Seht ihr, der fährt jetzt hier nach Dresden-Neustadt rein. Bin mir nicht sicher. Ihr könnt mich gerne korrigieren, aber ich glaube nicht, dass der durch Dresden-Neustadt fahren soll. Dem geben wir jetzt einfach hier diesen Bahnhof. Und jetzt fehlt ihm, glaube ich, hier noch eine Weiche in dem Bereich. Ja, genau. Hier fehlt noch eine Weiche, aber das ist nicht so schlimm. Das kann man auch anlegen. Und dann müsste der theoretisch jetzt hier durch rüberfahren, und damit er auch auf dem anderen Weg nicht über den Dresden-Neustadt-Bahnhof fährt, geben wir ihm noch die zweite Station auch noch. Dann fährt er hier rüber, fährt hier runter und fährt dann hier raus, auf die Hauptstrecke wieder raus. Jetzt habe ich, glaube ich, gerade gesehen, wie produziert das hier Bahn. Weg. Tatsächlich, ja. Okay, dann muss ich mal überlegen, ob ich das noch tausche und daraus sind dann ein, hieraus dann ein Exportcenter mache. Aber ist ja jetzt nicht so wild. Kann man noch anlegen. Ich muss ja jetzt auch noch eine Vielzahl an Linien hier erstmal durchschicken noch. Ja, ich denke, von der Folgenlänge her müssten wir wieder bei den ungefähr 20 Minuten sein, durch diesen kurzen Skip, weil ich hier was im Offscreen noch gemacht habe, weil das zu lange gedauert hätte, habe ich ein bisschen die Zeit aus den Augen verloren. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich würde mir wünschen, dich auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Dann fahren hier hoffentlich auch schon die ersten Güter- und Passagierzüge weiter in Richtung Leipzig, Cottbus. Und noch was, mir fällt es aber gerade nicht ein. Wenn es dir gefallen hat, was du gesehen hast, und du nicht verpassen möchtest, wie der weitere Ausbau der Karte voranschreitet, dann lass doch gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, einen schönen Nachmittag noch und bis bald. Ciao.